bin der Roman, bin verheiratet, habe drei Kinder und ich arbeite in der Finanzindustrie und habe das Privileg, dort eine Führungsfunktion zu haben. Ich würde da gerne einen Vergleich machen. Stell dir vor, du bist ein Boot auf dem Meer. Und wenn du Christ wirst, das Erste, was passiert, ist, dass man an dem Boot etwas Grundlegendes mal verändert, und zwar den Kiel. Der Kiel ist ja das Teil, das unten durch beim Boot ist, und der Kiel ist der, der das ganze Boot zusammenhält. Und die meisten Menschen haben es ja so, dass sie sich über ihren Beruf, über die Familie, über das Aussehen, ja, über irgendwelche Sachen definieren. Aber das grosse Problem ist ja, wenn du es mal irgendwann nicht mehr hast, oder? Und wenn der Kiel ausgewechselt wird, dann kommst du eine neue Identität über. Du weisst nachher, du bist angenommen. Es gibt einen Grund, dass du auf dieser Welt bist. Du bist nicht das Produkt vom Zufall. Es hat einen Grund, warum du in dem Moment in dieser Situation bist, wo du bist. Manchmal, was vielleicht schwer ist, zu verstehen. Und das gibt ganz grundlegend eine andere Voraussetzung. Ja, und dann bist du als Schiff auf einer Abenteuerreise mit Jesus unterwegs. Und ich glaube, es ist so, dass immer irgendetwas Neues kommt. Und auch wenn du das Gefühl hast, jetzt hast du jede Insel einmal abgefahren, du bist überall schon mal vorbeigekommen, ich glaube, als Leben von einem Christ gibt es immer wieder irgendetwas Neues zu entdecken. Das Wichtigste für mich ist, können wirklich kongruent sein, dass ich die Werte, die ich im Privatleben habe, dass ich die Werte auch im Geschäftsleben vertrete. Und dann, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich das mache, wo ich auch daran glaube. Zuerst Daten sprechen lassen, weil wenn ich Worte sprechen lasse und Daten nicht übereinstimmen mit dem, dann sind es einfach leere Worte. Und dann, glaube ich, brauche ich zuerst ganz einen Haufen Daten. Und mit dem kann ich schon mal einen rechten Unterschied machen im Geschäftsalltag hinein. Und manchmal braucht es noch Worte dazu, wo ich vielleicht auch noch etwas zu meinem Christsein erzähle. Ganz generell tue ich mein Christsein nicht auf den Sockel stellen, aber ich tue es auch nicht unter den Steffel. Sondern ich probiere es möglichst natürlich im Alltag hinein zu leben. Es ist nichts Besonderes, aber es gehört zu mir. Ja, das, was mich natürlich am meisten ärgert an mir selber, ist, dass ich im Alltag immer wieder Fehler mache. Und ich mache nicht zu wenig. Und auch wenn ich die Ambition hätte, viel besser zu sein als andere, dann gelingt es mir nicht immer im Alltag rein. Ja, und speziell, wenn ich dann mal unter Stress stehe, was bei mir auch mal gehen kann, dann ist mit dieser Liebe zu meinen Menschen links und rechts von mir manchmal nicht mehr so viel davon zu spüren. Und dann gibt es zwischen ihnen die Verlockungen, die alle Menschen haben, das anfangen zu vergleichen, wollen das haben, was andere auch haben. Und irgendwie den Fokus so zu verlieren, um was es eigentlich wirklich geht im Leben rein. Ja, und dann natürlich die Schicksalsschläge. Manchmal gibt es einfach Ereignisse im Leben rein, wo ich mich auch frage, hey, warum muss das sein? Vor einem halben Jahr hatte ich einen Velounfall. Ich war nicht schul. Und ich bin jetzt ein halbes Jahr bei Physiotherapeuten und Ärzten und dann so meine Zeit verblödelt. Ich kann es fast nicht anders sagen. Ja, und ich frage mich heute noch, warum hat das müssen sein? Ich habe noch keine Antwort dazu gefunden. Und es ist noch nicht alles wieder gut. Es ist zwar vieles wieder sehr gut gekommen, aber es ist noch nicht so, wie es vorher ist. Und ja, dann frage ich mich manchmal in einem Moment, Joe, hey, was soll das? Das Wichtigste ist, dass ich wirklich allen Menschen kann auf Augenhöhe begegnen. Egal, was sie für einen Glauben haben, egal, was sie für eine Herkunft haben. Ich glaube, am Schluss hat einfach jeder Mensch gleich viel Wert. Ja, und dann will ich jeden Mensch so gern haben, wie ich mich selber gern habe. Ich glaube, das muss wirklich ausgeglichen sein. Ich muss mich selber gern haben, weil ich glaube, wenn man sich selber nicht gern hat, dann kann man auch andere nicht gern haben. Und dann als Christ will ich unbedingt wachsen. Ich glaube, ein Glaube, der nicht wächst, ist ein toter Glaube. Ja, und am Schluss will ich mit Jesus unterwegs sein. Und mein Ziel ist, dass mein Leben attraktiv ist. Mein Leben andere Menschen inspiriert. Und ich am Schluss so kann
ein Wegweiser fürs Leben mit Jesus sein.